In Hamburg sagt man Schanze. Hier leben mitten in der Metropole auf einem halben Quadratkilometer 8000 Menschen. Traditionell war die Schanze ein Stadtteil für Arbeiter. Später kamen die Studenten. Heute leben hier Künstler und Schriftsteller, Journalisten und Werbefachleute. Noch immer gibt es auch die Wohnprojekte linker Aktivisten. Einwohner aus verschiedensten Kulturen bestimmen das Straßenbild. Touristen lockt der raue Charme des Szeneviertels. Die Schanze ist hip. Henning Brauer lebt seit 15 Jahren im Viertel. Er ist IT-Spezialist und politisch aktiv im Stadtteilbeirat. Die Schanze hat irgendwie Dorfcharakter, ne? Also die Nachbarn kennen sich in der Regel. Es gibt recht gute Nachbarschaften. Das ist hier noch sehr geprägt von kleineren Läden und nicht so von diesen großen Ketten, die hier eine Filiale aufmachen. Wobei sich das in den letzten Jahren durchaus zum Negativen verändert hat. Und ja, das Lebensgefühl ist ein anderes. Das ist alles sehr offen, sehr, sehr die Menschen willkommen heißend, egal wie sie aussehen, wo sie herkommen. Und mittendrin steht, wie ein Tempel, die Rote Flora, das bekannteste autonome Zentrum der Republik. Die Rote Flora sorgt für Schlagzeilen und steht für eine linke Gesinnung. Sie gehört selbstverständlich dazu, als Symbol für Protest und Widerstand. Moin. Die Rote Flora spielt schon eine Rolle im Viertel und strahlt aufs Viertel aus, so im Sinne dieses Protestpunktes. Also das Gefühl hat hier manchmal was von dem kleinen widerständischen Dorf, umringt von den römischen Armeen damals, ne? Das trifft das Lebensgefühl hier schon häufig und das hat natürlich viel mit der Roten Flora zu tun. Ich glaube schon, dass sie uns hilft, dass das Viertel nicht komplett dem Kommerz anheimgegeben wird. Weil die Rote Flora immer noch irgendwie als nicht kommerzieller Gegenpunkt da ist. Und nicht zuletzt in der Rolle ist sie unglaublich wichtig hier. Dennoch hat der Kommerz schon vor Jahren Einzug gehalten. Gleich gegenüber auf der Piazza, der sogenannten Latte Macchiato-Meile. Bis heute ist die Rote Flora ein Ort, der vielfältig genutzt wurde. 1888 eröffnete das Konzerthaus Flora mit Konzertsaal, Café und Kristallpalast, einem Tanzsaal aus Eisenfachwerk, gebaut nach dem Vorbild des Pariser Eiffelturms. Nach dem Krieg wurde das Gebäude zunächst als Kino genutzt, später in den 70er Jahren an einen Discounter vermietet. 1988, Abriss des historischen Flora-Theaters. Ein neues Musical-Theater sollte entstehen. Doch die Anwohner protestierten. Die Situation eskalierte. Autonome Gruppen besetzten das Restgebäude. Immer wieder kam es seitdem zu heftigen Krawallen um die Rote Flora. Heute ist die Rote Flora eine feste Institution im Stadtteil und wird als linksautonomes Kulturzentrum anerkannt. Ausgerechnet hierher kommt nun der G20-Gipfel. Einen Steinwurf entfernt treffen sich Trump, Putin und Erdogan in Hamburgs Messehallen. Die Mächtigen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer rücken der Schanze nahe. Und die tickt links. Bei der letzten Wahl zur Hamburger Bürgerschaft stimmten im Stadtteil über 80% für SPD, Grüne und Linke. Die CDU kam auf 2,9% der Stimmen. Das kulinarische Angebot der Schanze ist vielfältig. Restaurants und Kneipen sind attraktiv für Touristen. Hamburgs flächenmäßig kleinster Stadtteil ist Magnet für Zehntausende. Wir haben aber inzwischen eine Massivität mit der Bar-Szene, Party-Szene, zwar insbesondere am Wochenende und abends. Es ist einfach zu viel geworden. Und die damit einhergehenden Folgen. Zu laut, zu dreckig. Die fehlenden Toiletten werden durch Hauseingänge kompensiert. Der Müll bleibt auf der Straße liegen. Ist für sich genommen alles kein so ein Drama. Wenn das aber alles zusammen und so massiv auftritt, dann ist das für die direkt betroffenen Nachbarn ziemlich heftig. So klein das Schanzenviertel ist,
So reich ist es an Kontrasten. Yvonne Trübker führt das Pianohaus in der Schanzenstraße in vierter Generation. Seit 20 Jahren ist sie hier die Chefin. Seit 145 Jahren werden hier Klaviere und Flügel verkauft. Das Schanzenviertel war ja ein ehemaliges Klavierbauviertel. Viele Klavierbaufirmen waren hier ansässig bis zum Zweiten Weltkrieg. Und ja, wie gesagt, das Schanzenviertel war eigentlich die Wiege des Klavierbaus in Hamburg. Und wir sind die Einzigen, die übrig geblieben sind. 1872 fängt Urgroßvater Friedrich Reinhold Trübker mit dem Klavierbau an. Andere große Firmen haben in der Nachbarschaft ihre Werkstätten. Das Pianohaus Trübker ist erfolgreich. Seit der Gründung wurden mehr als 45.000 Instrumente weltweit verkauft. Das Besondere an einem Familienunternehmen ist natürlich, dass man mit einem ganz anderen Herzblut dabei ist und einer anderen Leidenschaft, dass man sich auch, wenn der Wind mal härter bläst, nicht so schnell umblasen lässt. Wir haben zwei Weltkriege überstanden, viele Schwankungen im Schanzenviertel ausgehalten. Uns kann so schnell weder etwas vertreiben noch in die Knie zwingen. Ich wusste mit 16, dass ich Klavierbau lernen wollte. Mein Vater hat noch kurz versucht, mich davon abzubringen und meinte, eine Banklehre täte es ja auch. Da waren wir aber nicht einer Meinung. Und dann habe ich mich durchgesetzt und bin ziemlich schnurgerade diesen Weg gegangen. Heute arbeitet Yvonne Trübker mit drei selbstständigen Klavierbaumeistern zusammen. In der Werkstatt steht sie selbst nicht mehr. Sie hat sich auf den Verkauf spezialisiert. Dabei kommt ihr zugute, dass sie vom Fach ist. Beim Klavier ist es so, wenn der Hammer die Saite anschlägt, das soll jetzt hier die Saite sein, das ist der Dämpfer, das ist der Hammer. Der Hammer schlägt die Saite an und wird hier an diesem Bändchen zurückgeholt. Beim Flügel habe ich den Vorteil, dadurch, dass die Mechanik liegt und der Hammer durch sein Eigengewicht immer wieder in seine Ursprungsposition zurückfällt, dass ich die Taste viel schneller anschlagen kann. Mal abgesehen davon, dass natürlich ein Klavier eine geringere Saitenlänge hat als in der Regel ein Flügel und der viel voluminöser klingt. Malte Peters hat mit seinen 12 Jahren den Trübker Klassikpreis gewonnen. Er spielt das Prestissimo aus Beethovens Klaviersonate Nummer 1. Ich finde, es ist auch die Aufgabe eines Unternehmens, dass man die Kultur fördert. Und bei uns ist es umso schöner, weil es noch dazu eine Herzensangelegenheit ist. Yvonne Trübker ist seit 30 Jahren auf der Schanze zu Hause. Sie hat die Veränderungen im Viertel miterlebt. Das Schanzenviertel ist für mich sehr bunt, immer noch, auch wenn es früher bunter war. Es wird sauberer, das ist schön. Es ist immer noch individuell, auch wenn es früher noch individueller war. Es waren viel mehr kleinere, traditionelle Geschäfte da, die es leider heute in einer Vielzahl hier so nicht mehr gibt. Messer Jürges ist so ein Geschäft. Seit bald 100 Jahren werden hier Messer geschliffen, Fleischereimaschinen repariert und Kochwerkzeuge verkauft. Friedrich Jürges führt den Laden in dritter Generation. Mit den Kontrasten im Viertel kennt er sich aus. Mit den 90er Jahren hatten wir tatsächlich viel Theater mit Krawallen, ja. Man kann hier sehen im oberen Teil, dass die Scheibe verätzt wurde mit Ätzflüssigkeit. Und wir hatten damals überlegt, was wir machen.
Dann hat uns mir zufällig eine Künstlerin besucht und die hat dann mal mit Ölfarben und Wasserfarben was probiert und hat dann diese Form daraus gemacht. Das soll eine Libelle sein. Also da werde ich mindestens einmal im Monat auf angesprochen, auf diese schönen Sachen. Gut, wenn man nicht genau hinguckt, dann sieht das ja irgendwie wie irgendwas gegengeschmissen aus, aber ich finde das künstlerisch sehr schön und den meisten Kunden gefällt das auch. Mal reingucken. Sterneköche kommen genauso zu ihm wie Privatkunden. Keine großen Beschädigungen. Das Einzige, was Sie wissen müssen, wenn wir die Fläche polieren, wird die Schrift verschwinden hier. Alle anderen sind schon mal gemacht. Friedrich Jürges ist seit 40 Jahren Messerschmied. Oder kann alles zusammen? Ich muss es nur getrennt bezahlen. Sie können Sie auch auf meinen Namen machen, können Sie auch mal nach 10 Uhr draufschreiben. Okay. Schon als Kind stand er hier im Laden. Nach einer Ausbildung zum Maschinenschlosser nennt er sich heute offiziell Mechanikermeister für Schneidwerkzeuge. Ralf Meißner ist hier der Geselle. Seit 3 Jahren schärft der gelernte Werkzeugmacher Messer und Klingen aller Art. Hamburgs älteste Schleiferei ist nach wie vor das Kernstück des Ladens. Hallo Ralf, neue Arbeit. So, da sind 2 Kohlenmesser bei. Achte darauf, dass du die Kohlen nicht beschädigst beim Schleifen. Schön freilassen unterwegs. Ich zeig dir das mal eben an der Polierscheibe, wie wir das machen müssen. Die Art des Messerschleifens hat sich in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten eigentlich nicht viel geändert. Die Technologie selber, das stammt eigentlich aus Solingen. Mein Großvater hat das mitgebracht, schon in den 20er Jahren, wie er angefangen ist. Und so wie es damals gemacht wurde, machen wir es eigentlich immer heute noch, weil das keinen wirklichen Ersatz gibt. Maschinen, die es teilweise gibt, sind deutlich langsamer, als wenn die selber mit Hand gemacht wird. Und weil ständig wechselnde Größen da sind, können sie auch nichts in irgendeiner Form automatisieren. Es bleibt also alles Handarbeit. Die erste Mai-Demo steht bevor. Traditionell geht das immer relativ lebhaft hier zu. Und kann ja theoretisch passieren, dass hier irgendwelche Steine fliegen. Und wenn die Schaufensterscheiben ungeschützt werden, besteht einfach die Gefahr, dass die Scheiben zu Bruch gehen. Also es ist hier allerhand Auftrieb angesagt. Schauen wir mal. Mit Hundertschaften rückt die Polizei am 1. Mai ins Schanzenviertel vor. MEK, gepanzerte Fahrzeuge und Wasserwerfer sind einsatzbereit. Befürchtet wird Randale beim Testlauf gegen den G20-Gipfel. Gegen Nation und Kapital, gegen den G20-Gipfel! 2500 Teilnehmer sind auf der Schanze zusammengekommen. Demonstriert haben sie unter dem Motto G20 entern. Für den G20-Gipfel sind in den kommenden Tagen annähernd 30 Protestmärsche angemeldet. Bis zu 150.000 Demonstranten werden erwartet. Anreisen sollen auch mehrere tausend gewaltbereite Linksradikale. Dagegen stehen 15.000 bis 20.000 Polizisten. Ein Einsatz so groß, wie Hamburg ihn noch nicht gesehen hat. Am 1. Mai ist es friedlich geblieben. Einige kleine Scharmützel, das war's. Nichts Besonderes auch für das Pianohaus Trübker. Die Beschädigungen, die wir haben, sind Scratches auf den Fensterscheiben. Hier kann man besonders viele sehen. Ärgerlich, aber nichts, was Yvonne Trübker aufregen könnte. Anders das, was kommt. Ich bin als Hamburgerin und als Geschäftstreibende und Anwohnerin im Schanzenviertel dem G20-Treffen sehr skeptisch gegenüber. Ich befürchte, durch anreisende Randalemacher ein großes Chaos. Und wir überlegen sogar, ob wir aus Sicherheitsgründen für die Zeit unser Geschäft für 2 Tage schließen. Das Schulterblatt ist die Hauptstraße im Schanzenviertel. Knapp einen halben Kilometer entfernt wird eine Sicherheitszone eingerichtet. Mehrere Straßen werden gesperrt. Es wird Einschränkungen geben.
Bei Bruno kaufe ich seit Anfang der 90er Jahre meinen Käse. Er ist absolut ein Typ, ein Unikum in der Schanze. Hi, mein Engel. Bruno. Na, wie geht's dir? Alles gut? Alles super? Ja. Komm, setz dich mal hin. Okay, ich brauche mal wieder Käse. Was ist gestern was passiert bei dir? Nee. Beim, war alles, nee, alles, alles heil? Gut. Alles heil? Alles ja, hier gut. Auch. Ja. War alles entspannt. Ein paar Idioten machen ja immer Alarm. Ne? Ja, aber gut, ansonsten kann man mit leben. Ja, ne? Sehe ich auch so. Ja, dann komm mal rein. Ja, gut. Vor 30 Jahren ist Bruno auf die Schanze gekommen. Du warst ja lange nicht da. Das stimmt, viel zu lange nicht. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen auf Vorrat kaufen. Na. Sag mal, wie heißt noch dieser köstliche französische, wegschmilzende, in dem runden, dieser Stinker? Époisse. Ja. Ja. Den hätte ich ja gerne. Ja. Und dann guck hätte ich. Ja, köstlich, göttlich. So, dann hätte ich gerne noch ein bisschen Rock vor. Aber klar. Ja, super. Der ist super, ne? Super. Ja, stimmt. Du magst das ja lieber ein bisschen. Ein bisschen pikanter. Bisschen heftiger. Ich höre alles Mögliche. Ich höre von der kleinen Nachtmusik über, was weiß ich, von Smetana, die Moldau. Also ich höre alles gerne. Ich höre klassisch, ich höre Rock, ich höre Pop, ich höre, ja, alles. Dann bist du doch nicht unmusikalisch. Doch. Nee. Nein, wenn du gerne Musik hörst, bist du nicht unmusikalisch. Na ja. Es gibt sowieso keine unmusikalischen Menschen. Naja, ich kann, also, meinetwegen, so, meinetwegen, viele Leute können so im Takt mitklatschen, meinetwegen jetzt. Und verschiedene, das mache ich zweimal. Und nach dem dritten Mal komme ich aus dem Tag. Das ist ganz klar. Das kriege ich nicht hin. Vielleicht ist es auch mental, also jetzt vom Kopf her. Ne? Aber deshalb Klavier spielen, das kann ich mir noch nicht mal gut, in entferntes. Dann nimmst du die Ukulele. Ja. Ach, weißt du, alles gut. Ja, es wird alles gut. Alles gut. Es sind Gott sei Dank nicht alle Menschen so. Ja. Tschüss. Mach's gut, mein Scherz. Bruno hat nicht immer Käse verkauft. Vom Beruf bin ich Kupferschmied. Hab bei Blum und Voss gelernt. Dann war ich lange Zeit auf Montage. Dann habe ich einen schweren Unfall gehabt. Und ein Freund von mir hat den Laden gehabt. Ja. Ja, und dann habe ich ihn den Laden abgekauft, ja. Die Rote Flora kennt er von Beginn an als Ort des Widerstands. Und als Kulturzentrum. Ich bin früher selbst oft in der Roten Flora gewesen, weil die ordentlich gute Musik gemacht haben. Die haben irische Volksmusik gespielt und so weiter, konnte man hingehen. Da bin ich abends öfters gewesen. Das war alles, ja. Manchmal ist es ein bisschen zu doll mit den Krawallen, weil es müssen eigentlich immer, ja, Unschuldige darunter leiden. Den Wandel im Viertel hat Bruno direkt erlebt. Als vor 10 Jahren die Piazza angelegt wurde, ging ein altes Stück Schanze verloren. Vor 30 Jahren, da hatten wir Schlangen, die draußen bis zum Schild gingen, die dann sonnabmorgens eingekauft haben. Ich habe so eine großen Schüsseln mit jungen Gouda gemacht, alles klein geschnitten und habe die Schüsseln dann rausgegeben und die gingen dann immer von Mann zu Mann weiter. Das war eine ganz witzige Situation, jeden Samstag, das war toll. Die Menschen waren anders drauf. Die waren viel freundlicher, viel, ja, weiß ich nicht, viel entgegenkommender. Oder wenn man gesagt hat, muss einen Augenblick warten, dann, ja, ja, mach man. Die waren dann ganz locker. Das ist nicht so wie heute. Nee, hab ich nicht, keine Zeit. Ne? So, das ist so alles ein bisschen, das war früher anders. Gleich nebenan hat der Fischhändler seinen Laden. Hi Emil. Bruno. Hier, alles gut? Alles super. Was kann ich dir anbieten? Ich möchte eine schöne Scampi-Pfanne. Bisschen kräftig. Scharf? Scharf. Bruno, Emil Sertkaya kam als Jugendlicher an der Hand seines Vaters aus der Türkei nach Hamburg. Mit Fleiß hat er sich den Laden aufgebaut, hat Frau und Kinder, zahlt seine Steuern. Die Schanze ist sein Zuhause. Emil, wie lange kennen wir uns jetzt?
22? Seit wann bist du hier? 21, 22 Jahre. 22 Jahre. Genau. Ja, dann kennen wir uns seit 22 Jahren. Richtig. Ne? Ja. Ja. Und sind eigentlich immer gute Nachbarn gewesen, ne? Immer. Ja. Ja. Miteinander, nicht gegeneinander. Ja. Ne? Natürlich. Das ist mein Bruder. Prima. Okay, prima. Dann komme ich in, ja, in 10 Minuten. Ne? Bring ich dir rüber oder schicke ich dir rüber? Wunderbar. Okay. Danke. Alles tschüss. Klar. Bis dann. Die Schanze ist angesagt bei Szenegängern. Den Preis zahlen die Alteingesessenen. Mit der Aufwertung des Quartiers sind auch die Mieten stark gestiegen. Noch kann Bruno die Miete für seinen kleinen Laden tragen. Bruno, ja. Da hab ich. Oh, Inge. Ja. Super. Komm, schön. Setz dich noch 2 Minuten hin. Ja, natürlich. Ach, komm mal sehen, deine scharfe Soße. Ja. Wunderbar. Lass dir schmecken. Die Soße hast du wieder fein hingekriegt. Ja, ne? Aber die Rechnung ist schon da. Für die Außenterrasse, die Rechnung ist schon da. Hab ich auch. Das kostet mal eben 1000 Euro hier draußen, ne? Ja. Das, wir wollen schnell. Ja, ja, schnell Asche nochmal. Ja, ja, genau. Ja, vor allen Dingen, bevor der G20-Gipfel kommt, bevor wir nicht mehr bezahlen können. Siehst du? Weißt du, ja. Ne, dann machen die das dann mal schnell. Was hältst du von G20? Ich meine. G20? Ne? Die sollen das Ding auf dem. Die sollen sich die Queen Mary mieten und dann sollen sie rausfahren auf da, die Ostsee. Ja, aber nicht in der Schanze. Aber doch nicht in der Schanze. Und vor allem nicht das in der Stadt. Nicht. Passt gar nicht. Aber ich schätze mal, die werden hier mit Hundertschaften stehen hier. Ja. Keine guten Aussichten. Also die 3 oder 5 Tage. Im einstigen Arbeiterstadtteil ist der Wohnraum heute knapp. Mancher, der hier seit Jahrzehnten wohnt, kann seine Wohnung kaum noch bezahlen. Henning Brauer hat Glück mit seinem alten Mietvertrag. Seine Miete steigt nicht so rasant wie bei einer Neuvermietung. Die Fluktuation der Bewohner ist hoch. Die Mietforderungen erreichen immer neue Höchststände. Inzwischen haben wir hier das Mietniveau von Blankenese, also ganz, ganz, ganz oben. Eine Familie mit Kindern tut sich hier inzwischen enorm schwer. Zum einen, weil es einfach nicht viele Wohnungen gibt, die in der richtigen Größenordnung sind. Zum anderen aber natürlich aufgrund der aufgerufenen Mieten, also die Preisfrage. Und selbstverständlich tut sich ein gut verdienender Single oder ein Pärchen ohne Kinder, wo beide verdienen, deutlich leichter, auch die etwas höheren Mieten hier zu finanzieren als eine Familie. Mitten im Viertel steht bester Wohnraum leer. Im sogenannten Geisterhaus wird seit 8 Jahren gebaut. Die Verantwortlichen haben bisher keine neuen Mietverträge ausgegeben. Dabei ist der Druck auf den Wohnungsmarkt dramatisch. Die Stadt kann nichts dagegen tun, weil das Wohnraumschutzgesetz erst greift, wenn der Wohnraum fertig ist. Und der wird ja noch gebaut, seit vielen, vielen, vielen Jahren. Der Eigentümer kann das beweisen, indem er regelmäßig eine Rechnung einreicht von irgendwelchen Handwerkertätigkeiten. Wir sagen hier immer so scherzhaft, da kommt einmal im Monat ein Handwerker und macht eine Fliese an die Wand oder eine Kachel. Irgendwie so in dem Stil läuft das. Auch Friedrich Jürges hat Glück gehabt. Sein Vater hat vor 50 Jahren das Haus gekauft, die Schulden sind abgetragen. In der Nachbarschaft haben sich die Mieten in den vergangenen Jahren dagegen verdreifacht. 45 Euro pro Quadratmeter Ladenfläche sind üblich. Interessant für Investoren. Wir haben schon Gespräche gehabt hier, das ist so. Hat natürlich auch mit der Bebauung zu tun rundherum, das ist das einzig flache Gebäude hier. Und das kann ich mir vorstellen, dass da Begehrlichkeiten sind, das entsprechend genauso zu bebauen wie den Rest, der links und rechts steht. Doch Friedrich Jürges hängt an dem Haus. Verkaufen will er nicht. Tschüss. Ich bin im Grunde hier aufgewachsen, bzw. zur Schule gegangen. Und ich kenne diese Gegend sehr gut, habe alle Ab- und Hofs mitgemacht. Und ja, man kann sagen, ich bin eigentlich Urgestein hier. Früher gab es in Hamburg mehr als 1500 Schlachter. Heute noch knapp 100. Einer von ihnen ist Sven Zehmke. Moin Sven! Na, wie ist's? Noch ganz gut. Das ist schön. Ich habe dir die Scheibe mitgebracht für den Wolf und ein Messer. Da warten wir schon drauf. Hast du zufällig? Ah, nee. Hallo. Wunderbar.
Was gibt's sonst? Hast du irgendwas zu schleifen, was ich mitnehmen soll? Nee, schleifen nicht, aber hinten am Kutter ist die Anzeige ein bisschen. Ah, dann lass uns das mal gucken. Ja, gerne. Lass uns mal hinten gehen. Okay. Fritz, wir haben ein Problem mit der Temperaturanzeige. Ja. Hier wackelt erstmal die Anzeige und der zeigt manchmal komische Temperatur an. Okay. Ich bin auch der Meinung, dass der Fühler einen weg hat. Lass mal den Deckel hochnehmen, vielleicht kann man schon eine Beschädigung von innen sehen. Gerne. Aber anscheinend muss annehmen. Das sieht gut aus. Okay, schick dir den Elektriker die Tage rum. Okay. Wir sind sehr zufrieden damit. Wir brauchen nur anrufen und Herr Jürgens, das steht sofort auf der Matte. Und das klappt eigentlich ganz super. Wir kennen uns ewig lange schon und es ist ja auch ein ganz kurzer Weg nur und wir sind immer schnell da. Bei den Fleischern ist es immer sehr wichtig, dass schnell geholfen wird, weil wenn so eine Masse in der Produktion ist, dann muss die Maschine einfach sehr schnell wieder laufen. Nur 2 S-Bahn-Stationen vom Jungfernstieg entfernt ist das Schanzenviertel immer noch eine eigene Welt. Hallo. Ach, hallo, da seid ihr ja. Hallo. Ich war eine Zeit lang nicht mehr da, ne? Ne? Mensch, guck mal, da ist ja noch der alte Laden da drüben. Oh, wisst ihr noch, wo der Eingang war? Ja. Da war da ein bisschen anders, wie es jetzt ist. Ja, Treppenhaus, genau. Und wann seid ihr da rübergegangen? Ja, ich muss also rübergezogen sein. Da war so 19... 3 Jahre alt, glaube ich. 1924, glaube ich. In den Laden, nicht? Aha. Ja. Da weiß ich nicht. Da bin ich erst geboren. Ja. Ja, mein Vater war Scherenschleifer in Solingen. Und er kam durch den Krieg nach Hamburg, weil er hier im Lazarett gewesen ist. Und er hat er meine Mutter kennengelernt. Das ist Schwiegermutter. Meine Großmutter. Die Gründerin. Und meine persönliche Mutter. Ja, guck mal, kannst du dir das vorstellen? Ja, ja. Da gab das neben unserem ein Hutgeschäft. Dann war da eine Kaffeerösterei. Und dann Blumenhandlung und Polenhandlung. Und an der Ecke gab es ein Juweliergeschäft. Die Eltern von Friedrich Jürges, Friedrich und Gerda, haben den Laden ein halbes Jahrhundert geführt. Ja, guck mal nach, was es Neues gibt. Oh, so. Das sieht alles gut aus. Ja. Pfannen hier zu gekauft, die sind ganz schwer. Das im Büro habe ich noch mitgearbeitet bis etwa 2004. 83 war ich da, nicht? Bis 83 habe ich gearbeitet noch, ja. Als meine Frau anfing hier im Laden auch mit zu bedienen, da hat sie als erstes dieses Messer hier verkauft. Fleischwolf Nummer 8. Das weiß ich noch. Hat euch das denn gefallen soweit? Oh, ich fand das ganz toll. Ja, guck mal, das ist doch schön. Das war wirklich interessant. Ja, das wäre das auch ganz nett. Hier fehlen mir auch noch so viele. Ja. Wenn es Abend wird im Schanzenviertel, dann kommt das Partyvolk. Bei angenehmen Temperaturen wird es voll. Henning Brauer besucht einen Club im Haus 73. Vor 5 Jahren hat der Laden hier neu aufgemacht. Zuvor war schräg gegenüber am alten Standort die Miete explodiert. Es geht. Ja. Alles gut? Blauer Abend, ne? War nicht ganz so voll. Hafengeburtstag. Benjamin Poppitz ist der Geschäftsführer. Anfangs flogen noch die Flaschen und die Polizei stand jeden Abend vor der Tür. Wir haben ja seit Anfang an die Türsteher. Ja? Stimmt. Und das muss auch so sein. Und genau die haben auch das in dem Laden gemacht, wie er jetzt ist. Ja? Stimmt, ihr seid die Einzigen, die welche hier haben, ne? Ich denke. Ja. Ich glaub auch. Aber genau aus dem Grund, weil es halt vorher so schlimm hier war. Und es gibt ja immer noch Situationen, wo es teilweise ein bisschen schwierig wird. Auch zu Hause bleiben. In direkter Nachbarschaft zur Roten Flora kennt er sich aus mit Krawallen. Doch der G20-Gipfel droht alles zu sprengen. Beim G20 ist es so, die kommen aus ganz Europa. Da kommen aus ganz Europa Leute angereist, die interessiert es nicht, wo sie sind. Ja? Die interessiert es nicht, was sie machen. Ob es sind wahrscheinlich auch politisch dabei, aber die machen halt genauso so einen Kram. Die machen halt wahrscheinlich hier das Viertel mehr oder weniger dem Erdboden gleich. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen natürlich. Wir brauchen einfach nicht diesen ganzen Krawall hier. Und wir brauchen auch nicht diese ganzen Kosten, die da auf uns zukommen. Das brauchen wir nicht hier. Wir müssen zumachen. Geschäftlich für mich, also für uns persönlich,
ist das eine Katastrophe. Wir machen komplett dicht. Wir machen zu. Also wenn man auf diese bescheuerte Idee kommt, das mitten in der Stadt zu machen. Ne? Das ist alles abgesperrt. Wir sind hier in einem Bereich, der komplett abgesperrt wird. Ja, für die zwei Tage. Wir sind raus aus der inneren Sperrzone. Ja, wir sind in der zweiten Sperrzone. Wenn irgendwas passiert, wird das hier sofort als zweite Sperrzone. Also Sie sagen uns im Moment, es bleibt offen. Genau. Aber das kennen wir beide ja nun schon. Richtig. Es muss nur ein Stein fliegen und dann ist hier alles... Das bleibt von 12 bis Mittag. Die Verluste werden bei mehreren tausend Euro liegen. Pro Tag. Und noch ein Thema beschäftigt die Schanzenbewohner. Es sind die Kioske gleich nebenan. Als junger Mensch hat man tendenziell weniger Geld zur Verfügung und kauft das Bier am Kiosk. Ne? Und dann haben wir hier die riesen Trauben vorm Laden. Du machst keinen Umsatz. Schlimm. Das ist schlimm. Deine Toiletten waren so trotzdem dreckig. Definitiv. Im besseren Fall, im schlechteren pissen sie uns vor die Tür. Ich sag's euch, das ist eigentlich das größte Manko. Sind nach wie vor die Kioske. Wir haben die Musik, wir haben die Bar, wir haben den Service, wir machen hier draußen, wir machen sauber und wir stellen halt Toiletten. Und die holen sich das Bier dort für günstig und benutzen quasi den Rest von uns. Die Kioske haben ja nichts. Die verkaufen und das war's. Und dann sind sie fein raus, ja. Wir machen ein Schild an die Wand, dass man nicht vorm Kiosk saufen darf. 6 Kioske gibt es im Viertel. Für die Partygänger der ideale Anlaufpunkt, um preiswert vorzuglühen. Die Schanze als Kulisse. Die Schanze repräsentiert einfach Leben. Es ist nicht nur einfach Alkoholismus und Feiern, sondern es ist mit Leuten sich unterhalten, es ist Spaß haben, es ist wirklich Leben, an Hamburg teilhaben, ein Teil des Ganzen sein. Was da vorne ist, finde ich ganz toll. Also, es sitzt einfach jemand, der sitzt da vorne, spielt Gitarre. Oder spielt ein bisschen Ukulele, macht ein bisschen Musik und man hat hier einfach eine tolle Atmosphäre. Ich habe ihn gerade kennengelernt, ich muss sagen. Das ist ein guter Tipp. Ja, das ist echt ein guter Tipp. In der gesamten Welt, meiner Meinung nach, gibt es nur ein Viertel wie die Schanze. Und zwar kommen hier alle Schichten zusammen, egal ob reich, arm, cool oder vielleicht nicht ganz so cool. Es ist hier scheißegal. Hier ist jeder gleich. Das kannst du hier leben. Du kannst dich kleiden, wie du willst. Du kannst aussehen, wie du willst. Jeder wird akzeptiert. Das Schanzenviertel als Ort der Freiheit und Gleichheit? Eine schöne Vision, die das Herz erwärmt und anhält, bis der Rausch verflogen ist. Henning Brauer durchstreift die versteckten Nebengassen. Er ist unterwegs zu einer alten Schlachterkneipe. Früher, so vor 15 Jahren, ist hier tatsächlich nachts der Schlachter mit einem halben Schwein auf der Schulter reingekommen, Nachschub bringen. Und die Schlachter haben hier Pause gemacht. Es hat sich inzwischen ein bisschen gewandelt. Was noch geblieben ist, ist, dass sie die Zeiten aufmachen, wo die anderen zumachen und dann die ganze Nacht. Und ja, so eine Kult-Location hier im Viertel und einer der wenigen, die immer noch hier sind. In Erikas Eck ist Stefan Wilms der Wirt. Mensch, Stefan. Hey, Henning. Langes her. Ja, ich muss mal so machen. Jo, mach mal so. Du musst wieder hinter den Gästen herräumen, wa? So ein bisschen Kampfspuren beseitigen. Hast du ein Bier für mich? Ja, na klar, komm rein. Ich mob hier eins fertig. Geöffnet hat die Kneipe beinahe Tag und Nacht. Bis auf 3 Stunden am Nachmittag. Stefan Wilms hat den Laden von seiner Mutter übernommen. Die Einrichtung hat er kaum verändert. Das Flair der alten Schlachterkneipe ist erhalten wie vor 40 Jahren. Gelernt hat Stefan Wilms Heizungsbau. Später ist er Koch geworden. Ich bin der Springer vom Dienst, sag ich mal. So bleibe ich im Hintergrund. Aber wenn irgendwo was fehlen sollte, bin ich mit dabei. Ob so hinten mit dem Brötchen machen ist oder hier vorne am Tresen. Szenegetränke gibt's bei ihm nicht. Stattdessen Bier und Schnaps. Am frühen Morgen treffen verirrte Touristen ein und übernächtigte Kiezgänger genehmigen sich einen Absacker.
Zum Wohle. Ich war vor 35 Jahren das letzte Mal hier, war Taxifahrer in Hamburg. So ein Feeling. Ich habe hier jeden Morgen um 6 Uhr gesessen. Jeden Morgen um 6 Uhr gesessen. Und komme hierher und die gleiche Freude wie vor 35 Jahren. Es ist so. Weltklasse. Früher hat Stefan Wilms allein in der Küche gearbeitet. Damit hat er seine Gesundheit und seine Ehe ruiniert. Wenn einer das mit Herz und Seele gerne mag, Koch, wunderbar, alles klasse, aber du wirst wahrscheinlich immer Single bleiben. Weil, ich sag mal, du musst Wochenenden machen, Feiertage, Tagschicht, Nachtschicht, Frühschicht. Also da musst du für geboren sein. Legendär ist Erikas Eck auch wegen der belegten Brötchen. Auf der Hitliste ganz vorne rangieren Mettbrötchen mit Zwiebeln. Auch Ei, Schinken und andere finden sofort ihre Abnehmer. Bitte eins mit Ei und Kabel. Neben dem Krawattenträger stehen hier auch der Punk, der Professor oder die Transe. Erikas Eck vereint sie alle. Die Leisen und die Schillernden, quer durch alle Schichten und Branchen. Wenn man über einen Promille hat, dann gibt es nichts besser als Erikas. Ja? Und morgens ein schönes Roastbeef mit schönen Bratkartoffeln. Und als Vorspeise ein kleines Mettbrötchen mit Zwiebeln. Das brauche ich nicht erklären. Also, wer das nicht versteht, den brauchen wir es auch nicht erklären. So, 25 Euro Pommes dazu. Genau, ja, danke. Bekannt ist Erikas Eck für die tellergroßen Schnitzel. Schnitzel essen gibt es eigentlich für mich nur eins, Erikas Eck. Weil die Schnitzel sind einzigartig. Es gibt in Hamburg keine Variation, was eigentlich die Schnitzel hier betrifft. Zu fortgeschrittener Stunde wird die Arbeit hinterm Tresen zur Herausforderung. Wir bezahlen 4 Bier für 4 Stück. Okay, ich nehme 4. Nee. Damit können die Mädchen sehr gut umgehen. Und ich sag mal, wenn der ein oder andere ein bisschen zu viel getankt haben sollte, sag ich mal, das kann eine Frau viel besser regeln als ein Mann. Geiler Abend. Schön, dass du da warst. Tschüss. Bruno aus dem Käseladen auf dem Weg zum Konditor gegenüber. Norbert Stenzel hat das Geschäft von seinen Eltern übernommen und führt es seit 35 Jahren. Hallo Bruno, dich habe ich eben gesehen von drüben. Ne? Ich wollte ein bisschen Brot holen. Ja, viel los im Moment. Ja. Bei dir nicht so. Nee, bei mir ist tot. Bei mir ist tote Hose. Guck dir das Wetter an, dann weißt du Bescheid. Ja. Aber hol trotzdem dein Brot, bitte. Ja, natürlich. Wie immer, oder willst du nicht mal was anderes probieren? Nee. Dein Krustenbrot ist dein Lieblingsbrot. Mein Krustenbrot, das ist einfach nur klasse. Ne? Wenn das richtig, dann ist die Kruste da und dann knackt das und dann ist das schön. Hast du mir ein halbes? Ein halbes? Ja, ein ganzes schaffe ich nicht. Erstmal ist er schon viel länger wie ich da. Zweitens verstehen wir uns wunderbar. Drittens schmeckt sein Brot. Ja, was soll ich denn noch mehr sagen? Hallo? Ja. Dein Brot. Dankeschön. Gute Geschäfte. Ja, für dich auch, ne? Mach's gut. Tschüss. Tschüss. 60 verschiedene Kuchen hat Konditor Stenzel im Angebot. Die Geschäftsphilosophie ist eigentlich einfach, gute, beste Qualität zu liefern. Und das fängt bei den Rohstoffen an. Also wir arbeiten eigentlich immer nur mit Butter. Ich bin ein ausgesprochener Butterfan und arbeite eigentlich mit gar keinen anderen Fetten zusammen, außer noch mal mit Bio-Rapsöl. Seit 2001 steht ihm sein Sohn Philipp zur Seite. Schon als Kind hat der Junior zugesehen, wie Brot und Brötchen gebacken werden. Später hat er eine Konditorenlehre gemacht. Heute ist der angehende Meister bereit, das Familiengeschäft in der dritten Generation zu übernehmen. Noch aber ist der Senior da. Da wüsste ich, glaube ich, nicht mit mir anzufangen, wenn ich einfach so in den Ruhestand gehe. Ja, was soll ich schon machen? Und da ärgere ich ihn noch ein bisschen, den jungen Mann neben mir. Ich finde das in Ordnung. Manchmal ist es auch ein bisschen, ne, Vater- und Sohn-Geschichte halt, ne. Manchmal rabbelt man dann doch mal aneinander die Köpfe. Andere Einstellung wie heute ich habe, oder
Aber so im Großen und Ganzen ist es immer doch schön, ihn immer an der Seite zu haben. Brötchen werden mehrmals am Tag gebacken. Insgesamt 16 verschiedene Sorten. Ja, die braucht man, weil man mit dieser Waage schneller abwiegen kann als mit so einer Digitalwaage, die dann elektrisch alles anzeigt. Da muss man warten, dann läuft er und dann. Und hier ist es so, handelt sich immer nur um so 10, 15 Gramm. Mit seinen 75 Jahren packt Norbert Stenzel immer noch mit an. Die Arbeitsabläufe sind seit vielen Jahren gleich. Die Rezepte haben sich bewährt. Traditionelles Handwerk ist ihm wichtig. Es gibt keine Maschinen, die irgendwas auswerfen, rund machen und so. Das haben wir alles nicht nötig. Wir arbeiten natürlich. Hier ist alles Handarbeit. Ja. Natürlich zum Kneten benutzen wir eine Maschine. Also die Zeiten sind vorbei, wo der Bäcker oder der Konditor noch hier das durchknetet. Das kann man nicht schaffen. Ne? Die Burger sind gut. So, das sind also die mit Kurkuma. Die werden so schön angestrichen, damit sie so schön blank werden. Das ist das Besondere. Sonst, wenn Sie einen Burger irgendwo sehen, so einen haben wir noch nicht gesehen. Selbstbewusst hat Norbert Stenzel sein Geschäft durch die vergangenen Jahrzehnte geführt. 20 Arbeitsplätze hat er geschaffen. Und die sind sicher, sagt er. Gekündigt wird hier nicht. Mit dem Hausbesitzer versteht sich Norbert Stenzel bestens. Die Miete für Ladenlokal und Backstube ist niedrig und auf Jahre festgelegt. Trotz der explodierenden Mietpreise in der Nachbarschaft. Ich habe extra ein paar Kisten für Sie. Haben Sie? Ja. Das Loblied auf die Chance kann ich insofern anstimmen. Wir haben ja sehr viele Touristen auch hier, die alle sehr freundlich und nett sind, also angenehme Kunden. Und es ist fast mediterran. Ne? Man sitzt draußen, der Verkehr läuft an einem, fährt von einem vorbei, die Menschen strömen vorbei, man hat viel zu gucken. 1998 und 2001 wurde das Schulterblatt jeweils für ein Jahr gesperrt. Beide Male hat es Konditor Stenzel fast die Existenz gekostet. Wir haben ja zweimal hier das große Glück gehabt, dass die Straße über ein Jahr zu war. Das erste Mal, weil neue Siedler kamen und das nächste Mal, weil es umgestaltet wurde. Das war schrecklich. Also wir sind daran fast kaputt gegangen und viele sind kaputt gegangen. All sein Erspartes musste dran glauben. Es hat gereicht. Auch die Bewohner der Roten Flora sind seine Kunden. Die Meinung, die sie haben, die dürfen sie haben, die sollen sie haben. Und das sind ja keine schlechten Leute, die wollen ja eigentlich was verbessern. Ob die Mittel immer die richtigen sind, da wollen wir uns mal nicht drüber unterhalten jetzt. Die sind manchmal nicht ganz richtig, finde ich jedenfalls. Aber im Großen und Ganzen, also ich komme mit den Leuten gut aus. Viele kenne ich noch von früher. Die haben schon als Kinder mit ihren Eltern hier gekauft. So Menschen wie Sie und ich. Die beiden Stenzels unterwegs zum Nachbarn. Das sind die Brote und die Brötchen, die gestern übrig geblieben sind. Eine Spende täglich. Die bringen wir heute zum Jesus-Center. Die werden damit verteilt. Das Jesus Center ist ein gemeinnütziger Verein für Bedürftige und Obdachlose. Geschäftsführer ist Holger Mütze. Hallo Herr Stenzel. Hi. Vielen Dank. Boah, das sind ja viele und tolle Sachen heute. Dankeschön. Gute Besetzung heute. Ja, doch, es sind eine Menge Gäste da heute. Wie immer. Ne? Ehrenamtliche Mitarbeiter. Ja. Also, wir sind gut besetzt. Wir könnten das nicht machen, wenn nicht Firmen wie Sie uns unterstützen. Und es sind halt viele Leute, viele Gäste hier, die auch aus dem Viertel kommen, die letztendlich mit geringer Rente auskommen müssen oder hier so halb auf der Straße leben. Und dieses Angebot hier
gerne kostenlos annehmen, ne? Lebensmittel zu bekommen, Beratung zu bekommen, dann auch wirklich annehmen. Und, also von daher, und eine schöne Atmosphäre hier. Ne? Ja, es macht einfach auch Spaß. Es ist eine bunte Mischung. Ja. So wie Viertel, wie das Schanzviertel eben auch. Also eine bunte Mischung an Leuten, die hierher kommen. Seit fast 50 Jahren gibt es diese Anlaufstelle auf der Schanze. Sie gehört zum Diakonischen Werk. Hallo. Was darf ich? Angefangen hat das mal damit, dass eine Baptistengemeinde hier in der Nachbarschaft Glaubensgespräche für junge Leute angeboten hat. Und haben sich Rocker und Hippies bekehrt und auch gleich taufen lassen. Also konservative Baptistengemeinden und Rocker und Hippies, das passte nicht zusammen. Dann haben die einen eigenen Arbeitsbereich dafür gegründet. Und daraus ist anderthalb Jahre später der Verein Jesus Center entstanden. Und diese Hinwendung nach außen, Menschen außerhalb der Kirche sozusagen. Und das ist letztendlich das, was wir immer noch machen. Dein Kaffee? Ja. An vielen Tagen werden hier neben Kaffee und Brötchen 100 Mittagessen ausgegeben. Ich habe noch eine kleine Rente. Ich sage es einfach, ich bin Raucher. 5 Euro pro Tag gehen für Zigaretten weg. Da habe ich noch 5 Euro zum Leben. Wenn ich hier nicht Mittag warm im Winter und auch sommers und die Brötchen und der Kaffee für 50 Cent, dann stehe ich drüben an der Ecke und müsste betteln. Ne? Michael ist 65 und hat seine Frau verloren. Hier findet er Halt. Dieter ist seit 10 Jahren arbeitslos. Vorher hat er im Zoo bei Hagenbeck Tiere gepflegt. Hier hat man seine Kontakte. Man kann preisgünstig essen und die Kleider kann man für Bedürftige, das kostet ja alles sehr viel Geld, kann man da ja sparen und Toiletten, Waschraum. Also ich kann nichts, gar nichts Negatives. Auch wenn ich es möchte, wäre es dann, möchte ich ja gar nicht. Nur gut, sehr gut sogar. Ein Hoch auf Jesus und das Center. You never walk alone. Peter ist Bildhauer. Der Engelschnitzer von St. Pauli wird er genannt. Seit Jahren kommt er mit seinem Hund Mac ins Jesus Center. Zum Frühstück ab 11 oder auch einfach nur für einen Klönschnack. So, Dieter, einmal ein Essen. Hier hätte die Revolution stattfinden können. Hier war alles anarchistisch, alles autonom. Alle versuchen, sich selbst zu leben und alle andere zu tolerieren. Hier kannst du morgens besoffen auf der Straße liegen und nächsten Tag grüßen dich deine Nachbarn, ohne dass daraus ein Problem geworden wäre. Das Schanzenviertel wird immer teurer. Das bekommt auch Ines de la Barre zu spüren. Sie ist hier ehrenamtliche Mitarbeiterin und langjährige Schanzenbewohnerin. Ich ärgere mich. Worüber? Weil ich wohne jetzt seit 22 Jahren hier in der Schanze. Hab immer eine niedrige Miete gehabt. Letzte Woche, ich dachte, ich bekomme ein Schreiben, weil mein Badezimmer renoviert werden soll. Ich habe eine Mieterhöhung bekommen von 15%. Wie viel? 15%. Auf ein Stück? Auf ein Stück. Mit welcher Begründung? Modernisierung des Viertels, den Mietenspiegel anpassen. Aha. Man möchte die Leute, die hier lange sind, raus haben, um neues Publikum die Mieten dementsprechend zu erhöhen, weil das ja so ein angesagtes Viertel ist. Vor 22 Jahren hieß es noch, man wohnt asozial. Und das geht mir hier richtig gegen den Strich. Peter, der Bildhauer, braucht noch ein paar neue Klamotten. Bei Maria in der Kleiderkammer ist er schon oft fündig geworden. So, einmal Strümpfe, Peter. Die Größe muss sein. Das passt. Ja? Brauchst du noch was? Ja, eine Hose hätte ich gerne. Warte mal. Nee, die ist ja umzueng, ne? Nö, die könnte passen. Nee, ja, du glaubst es nicht. Es ist eben auch so, dass viele von den Leuten, die draußen leben, ich unter anderem auch, immer mal wieder neue Sachen brauchen. Schon allein, weil sie gar nicht zum Waschen kommen. Weil die Waschnummer gar nicht so funktioniert, dass man das immer gleich so parat hat. Oder Lagerräume, weißt du, so man ist ja mehr oder weniger auf kleines Equipment angewiesen, wenn man unterwegs ist. Und nicht immer nur, man kann nicht immer mit dem Koffer fahren. Ne? Außerdem hilft das Jesus-Center bei Behördengängen, bietet Hausaufgabenhilfe und gibt jungen Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf. Das Schanzenviertel ist offen für Neues. Henning Brauer hat Umbau und Entwicklung eines alten Areals am Fleischgroßmarkt beobachtet, direkt gegenüber den Messehallen.
Wir sind hier in den Schanzenhöfen. Die heißen erst seit wenigen Jahren so. Das war bis vor knapp 10 Jahren, muss es her sein, alles Bahngelände. Hier war ja Güterbahnhof, also die Gleise gingen hier in Richtung der Strecke, da wo heute auch Messehallen stehen. Zum Schluss war hier noch die Autoverladung. Vorher hat das viel mit dem Fleischgroßmarkt und dem Schlachtgelände zu tun gehabt. Wo einstmals Vieh verladen wurde, wird heute Bier gebraut. Die Wiederbelebung von Ratzern tatsächlich ist noch relativ frisch, wird aber wahrgenommen als Bier aus dem Viertel, fürs Viertel, so ein bisschen individuell. Das passt, ich meine, das sehen wir in allen anderen Branchen hier ja auch, dass es eher die kleineren Anbieter sind, die ein bisschen ab von dem Mainstream sich positionieren. Und da passen die eigentlich ganz gut rein. Hamburger Braukunst hat eine lange Tradition. Seit 5 Jahren wird die alte Marke von Brauereileiter Thomas Kunst wiederbelebt. Mensch, Thomas, du selbst. Oh. Henning. Wie geht's dir? Oh, gut. Und selber? Mein Pilz ist alle. Dein Pilz ist alle. Katastrophe. Ich mal wieder meinen Kasten. Ja, dann wollen wir mal Abhilfe schaffen, denke ich. Ja, bitte. Wie wär's mit einem schönen Lager? Und Signalfarbe. Und Signalfarbe, ja. Das passt. Aber vielleicht doch noch du als ausgewiesener Pilztrinker mal eine ganz besondere Pilzspezialität mal probieren. Probieren immer. Haben wir jetzt den Rasenmäher. Nur 3,5%. Dann probieren wir. Prost. Das Herrling. Schön. Ist auch ein richtig guter Sommerstoff. In der kleinen Brauerei wird gern experimentiert. Ständig werden neue Rezepturen ausprobiert, Hopfen und Malz ganz unterschiedlich gemischt. 30 verschiedene Biersorten haben die Braumeister im vergangenen Jahr entwickelt. Die Stückzahlen sind zwar niedrig, wenige Hektoliter nur, verteilt auf ein paar Paletten mit einigen 100 Kisten Bier. Doch das neue Produkt wird den Machern aus den Händen gerissen. Auch die Sprache für Bier haben die Brauer neu entdeckt. So wird nicht einfach von Ballerbrause gesprochen. Hier ist das Bier Emotion und wird zum vielbesprochenen Erlebnis. Getrunken wird es aber auch noch. Danke. Wir haben keine Reklamation, wenn ich das so sagen darf, bezüglich Geruch, Lärm oder sonst irgendwas. Ich glaube, die Leute, die finden uns so auch gut, was wir machen, kreativ. Wir laufen nicht dem Mainstream hinterher. Und auch die Leute hier sind ja alle so mal durchweg, haben eine kreative Ader, Bock auf was Neues. Das passt schon. Einer von den alten Läden, die Yvonne Trübker immer wieder besucht, ist die Tee- und Kaffeehandlung Stüdemanns. Einen wunderschönen guten Tag. Na, geht's Ihnen gut? Ja, das danke schön. Das ist schön. Ich brauche ganz dringend mal wieder Ingwer-Schokolade. Oh, fein. Ja. Mit Schoko, ne? Sie haben doch diese neue, die so künstlerisch aussieht. Aha. Die ist so köstlich. Also, was göttlich. An der auch besonders schön ist, die sieht ja nicht mehr hübsch aus. Da hat er sich was einfallen lassen. Das hat ja auch eine super Qualität. Ja, ich ne? habe die ja da schon. Da passt mal alles, wollte ich gerade sagen. Das ist ja alles zusammen mir bei der Tafel. Jedes Pfund auf den Rippen ist. Aber dafür sehen Sie gut aus. Machen Sie nichts draus. Das ist schon alles in Ordnung. Alles klar, super. Sehr. Als Geschenk oder? Nö, die nehme ich für mich. Auch schlau. Und dann brauche ich aber noch ein paar Pralinen. Ja. Die Nougat-Herzen. Diese, ne? Das ja, ist genau. Zirken, die ne? Jutta Frank ist die Inhaberin. Dann so natürlich noch ein paar Schanzentrüffel, ist ja klar. In jedem Falle. Wenn ich diese ganzen Trüffel sehe. Und ja. Aus diesem Grunde kriegen Sie jetzt einen. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Ich finde das ja sowieso so schön, dass es Ihr Geschäft noch gibt. Ne? Für mich ist das so einer der prägenden Läden auf der Schanze am Schulterblatt. Das stimmt. Und ich freue mich so, dass Sie durchhalten und weiter diese Qualität hier noch offerieren. So geht es mir mit Ihrem Laden auch. Das ist Trübker. Und diese Frau kauft das bei uns an. Das ist so toll. Ist ja auch eine Institution in diesem Sinne jetzt. Sie kommen ja auch von nah und fern bei Ihnen. Ja, ja, das stimmt. Ganz. Und wie lange sind Sie da? 145 Jahre. So, und da sind wir gar nichts gegen. Wir sind ja erst seit 1954 hier. Auch schon stattlich, ne? Auch schon ganz schön stattlich. Nach dem Krieg eröffneten die Eltern von Jutta Frank einen Großhandel für Süßwaren, Kaffee und Wein. 200 Meter entfernt vom heutigen Geschäft. Und die drei Damen von damals sind noch immer da. Die älteste von ihnen ist Anneliese Schwanz. Die hochbetagte Dame arbeitet von Anfang an mit. Ich
war ein Jahr alt, als Frau Schwanz zu uns in die Familie kam. Zu meinen als Kindermädchen Eltern. Kam ich. Ja, als Kindermädchen, auch das. So, ohne sie, aber als mein Vater meine Eltern dann die Firma gründeten. Und dann hat sich das praktisch entwickelt insofern, also wir drei, das ist jetzt also nicht so immer so. Wir haben also, es arbeitet eben meine Schwägerin und die Männer sind Brüder. Die Schwester noch gezeigt. Dann ist meine Schwester dabei, dann ist meine Schwiegertochter dabei. Also alles jetzt so. Das Enkelkind. Und dann mein Enkelkind dabei, sondern. Das Regal ist eine frühe Spezialanfertigung. Den Umzug 1988 haben Regal und Laden heil überstanden. Das waren die anarchistischen Zeiten hier eigentlich so ein bisschen. Und keiner wagte eigentlich hierher zu gehen. Und alle sagten zu uns, ihr seid ein bisschen verrückt geworden. Ne? Jetzt baut ihr hier was ein. Damals war das Viertel in Aufruhr. Und die Autonomen besetzten gerade das alte Flora-Gebäude. Also die sind ja auf uns nicht böse. Das ist, im Grunde hat das ja nur was mit dem Kapital zu tun. Die Deutsche Bank nahm bei jeder Situation ihr Schild Deutsche Bank ab. Oder auch die Großen, die so, also diesen, die ganzen Ketten und so. Und wir waren eigentlich immer so das Kleinod. Was, dem muss man nichts tun. Angst hat sie hier auf der Schanze nie gehabt. Doch nun, mit dem G20-Gipfel vor Augen, fürchtet Jutta Frank um die Sicherheit im Viertel. Die Polizei hat sich ja schon so sortiert, sag ich mal, das haben wir auch jetzt beim 1. Mai gemerkt. Die sitzen im Grunde wie so ein Spinnennetz überall. Also das kann man schon erkennen, wo überall welche sind. Ne? Also nicht mehr nur noch da und nur noch da. Also Abriegelung, darum ist auch nicht so viel passiert am 1. Mai. Jetzt der G20 ist natürlich noch mal ein paar Klassen höher. Und da denkt man natürlich jetzt irgendwo, wer weiß, was da passiert jetzt. Hallo, hallo. Gehen Sie ruhig weiter durch. Der Laden ist wie aus der Zeit gefallen. Das nostalgische Flair lockt. Touristengruppen sorgen für gute Geschäfte. Es geht einfach unter die Haut, so wie Sie hier arbeiten und wie Sie hier auf die Leute zugehen. Ganz toll. Und hier bringt es ganz tollen Spaß. Das freut mich aber ganz toll. Registrierkasse und Computer sucht man hier vergeblich. Das im Kopf rechnen und alles, das hält fit, man bleibt fit und man sieht auch fit aus. Das Schanzenviertel hat noch immer Kiez-Charakter. Rau geht es zu, auch herzlich. Seine Bewohner sprechen Klartext und zeigen Haltung. Gerade in diesen Tagen vor dem G20-Gipfel. Ich finde schon, dass man miteinander reden muss. Aber ob das tatsächlich in Hamburg hätte sein müssen, das sehe ich sehr gespalten. Also was da auf uns zurollt, ich glaube, das wissen die da oben gar nicht einzuschätzen. Und ich finde das auch eine Frechheit, dass man sowas in der Innenstadt macht. In einer Stadt wie Hamburg. Ich habe nicht eine einzige Person gefunden, die nachvollziehen kann, wie man auf die Idee kommen kann, so eine Veranstaltung mitten in einer Großstadt abzuhalten. Also das qualifiziert so als die schwachsinnigste Idee des Jahrhunderts. Wer auch immer die hatte, hat keine Ahnung, was er damit angerichtet hat. An den kommenden Tagen blickt die Welt auf Hamburg. Eine Stadt im Ausnahmezustand. Das Schanzenviertel steht dabei besonders im Brennpunkt.